Moin Leute und seid herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von mir. Heute zeige ich euch, wie ihr Einsatzfahrzeuge, also zum Beispiel von der Polizei, Feuerwehr oder RTW, in GTA 5 einfügen könnt. Zunächst einmal brauchen wir WinRAR, OpenEV und ScriptHook. WinRAR und OpenEV haben wir schon im letzten Video installiert. Falls ihr wissen wollt, wie das geht, schaut gerne dort mal vorbei. Ich verlinke das auch einmal hier oben. Wir machen jetzt weiter mit ScriptHook, was wichtig ist für das Blaulicht, was ja hinterher auch funktionieren soll. Dafür gehen wir in einen Internetbrowser eurer Wahl und geben einfach mal ScriptHook V ein. Die erste Seite ist schon die richtige von HB Software Development und dort sind wir direkt auf der ScriptHook Seite und dort gehen wir einfach hier auf Download. Wichtig zu wissen ist, dass nach eigentlich jedem GTA 5 Update ScriptHook auch geupdatet werden muss. Deshalb kann es sein, dass es zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video schaut, es vielleicht eine andere Version gibt oder die Version von ScriptHook gerade out of date ist. Das dauert meistens ein paar Tage, bis das geupdatet ist. Wir öffnen also die WinRAR-Datei, wo ScriptHook drin ist. Dort sehen wir einmal den Bin-Ordner und eine README. In der README ist alles auf Englisch erklärt, wie man es installiert. Wir machen es jetzt einfach mal ohne die README, weil ich weiß, wie es funktioniert. Wir gehen einmal in den Bin-Ordner und dort sehen wir einmal drei Dateien. Die erste und die letzte Datei, also die dinput8.dll und die scripthookv.dll, fügen wir in unser GTA 5 Verzeichnis. Einfach die zwei Dateien auswählen, gedrückt halten und einfach rüberziehen in unser Verzeichnis. Und das war's auch schon. Dabei ist noch der Native Trainer. Das ist quasi ein Trainer, also ein Mod-Menü, womit man zum Beispiel Autos bauen kann oder, keine Ahnung, Autos reparieren kann, sich heilen kann und so weiter. Den brauchen wir erstmal nicht, da empfehle ich einen anderen. Dazu kommen wir aber in einem späteren Video. Aber die Datei hier könnt ihr natürlich auch gerne, falls ihr möchtet, reinziehen. Zu öffnen ist der Trainer hier mit F3 oder F4, meine ich. Kurze Erklärung, ScriptHook ist da, damit Skripte funktionieren. Wie zum Beispiel das Skript, was für das Blaulicht verantwortlich ist, was wir gleich installieren werden. Falls ihr bisher meine Tutorials alle nacheinander geschaut habt, dann seid ihr jetzt schon an dem Punkt, wo wir ELS installieren können, Emergency Lighting System, das für das Blaulicht verantwortlich ist. Dafür gehen wir auf lcpdfa.com, auf die Seite, wo wir eigentlich auch LSPDFA her haben. Dort auf der Startseite scrollen wir einfach mal runter und da finden wir meistens auch schon das Emergency Lighting System, kurz ELS. Dort klicken wir einmal drauf und dann klicken wir auf Download this File. Agree and Download und dann wählen wir natürlich die neueste Version aus. Parallel haben wir natürlich wieder unseren GTA 5 Ordner offen und zusätzlich noch die ELS-Datei. Hier gehen wir auf Installation Files, Grand Theft Auto und alles, was dort drin ist, kopieren wir einmal und fügen es in unseren GTA-Ordner ein. Das war's auch schon und ganz wichtig, jetzt habt ihr hier auch den ELS-Ordner drin. Den brauchen wir später noch. So, jetzt ist es soweit und wir können uns ein Fahrzeug aussuchen, was wir installieren möchten, ein Einsatzfahrzeug, also zum Beispiel ein Polizeifahrzeug. Dort gibt es verschiedene Modding-Gruppen, die so etwas anbieten, zum Beispiel X-Modding, GFP-Modding oder auch Top-Mods oder natürlich auch weitere Modding-Gruppen, die zum Beispiel auf lcpdfa.com zu finden sind. Ich hau euch einfach mal ein paar Webseiten dazu in die Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch dann ein Auto aussuchen und downloaden. Seid nur vorsichtig, manche Mods kosten etwas, manche sind kostenfrei. Überlegt euch selber, ob ihr dafür Geld ausgeben möchtet. Die Installation mit einem Einsatzfahrzeug machen wir jetzt anhand von einem Beispiel von X-Modding. Wir haben hier den VW Passat B8 GTE mit dem Zirkonbalken oben drauf der Polizei Bremen. So sieht die ganze Datei aus, die wir heruntergeladen haben. Dort gibt es mehrere Versionen, einmal Doppelblitz oder Drehspiegeleffekt. Das hat mit dem Blaulichteffekt zu tun, das jetzt hier extra in verschiedenen Ordnern aufgeteilt wurde. Ist nicht immer so, nicht alle bieten das an. Wir nehmen hier jetzt einfach mal den Doppelblitz. Dann gehen wir in den Ordner Ihr Produkt. Dort finden wir zwei Dateien, nämlich die .jtd-Dateien. Wir gehen parallel in OpenEV in unseren Mods-Ordner
auf Update X64 DLC Packs, dann gehen wir in Patch Day 3NG zum Beispiel, dann gehen wir auf DLC.rpf X64 Levels GTA 5 Vehicles APF und dort suchen wir einfach mal nach Police 2. Dort finden wir das aktuelle Modell, das eingefügt ist, nämlich das amerikanische. Und das wollen wir jetzt ersetzen. Dafür nehmen wir die beiden Dateien hier, police2.jtd und police2plushi.jtd und fügen die Dateien ein. Damit haben wir die Hälfte schon mal geschafft und wir haben schon mal die Texturen ersetzt. Dann gehen wir hier zurück auf Installationsdateien und dort nehmen wir die police2.jft und police-hi.jft Datei und fügen die ebenso ein. Somit haben wir jetzt vier Dateien ersetzt. Es sind nicht immer vier Dateien, es müssen aber mindestens drei Dateien sein. Zwei JFT-Dateien und eine JTD-Datei mindestens. Ob wir alles richtig gemacht haben, sehen wir, indem wir Doppelklick auf eine JFT-Datei machen und dort die Vorschau sehen. Und wir sehen, es ist jetzt ein deutsches Polizeifahrzeug. Somit haben wir schon mal alles richtig gemacht. Zusätzlich müssen wir jetzt noch die ELS-Datei einfügen, damit das Blaulicht auch richtig funktioniert. Die ist auch immer ganz gut gekennzeichnet, hier sogar mit Ausrufezeichen ELS-Config. Dann gehen wir auf Grand Theft Auto, ELS, und dort ist eine XML-Datei drin. Die fügen wir jetzt in unserem Verzeichnis, in unserem GTA-Ordner ein, in den ELS-Ordner, den wir vorher installiert haben. Dort ziehen wir die Datei einfach rein. Und das war's. Somit ist das Fahrzeug jetzt in GTA 5. Dadurch, dass wir jetzt ELS installiert haben, ist es ein eigenständiges System fürs Blaulicht. Das Blaulicht anmachen machen wir mit der Taste J und die Sirene anmachen machen wir mit der Taste G oder wahlweise können wir auch die Sirenen durchwechseln mit den Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soweit alles schön und gut. Das Fahrzeug ist jetzt drin. Blaulicht funktioniert, aber die Sirene passt noch nicht so ganz. Weil deutsches Fahrzeug, amerikanische Sirene, das wollen wir nicht. Wir wollen eine deutsche Sirene haben. Dafür gehen wir zum Beispiel wieder auf die Seite gta5-mods.com und dort geben wir oben im Suchfeld einfach mal Sirene ein. Hier springt uns direkt eine entgegen vom guten Neuland Internet. Die können wir natürlich sehr gerne nehmen. Es gibt da verschiedene Leute, die Sirenen anbieten, da könnt ihr euch einfach mal durchtesten, was euch da so passt. Meistens sind da auch Hörproben mit dabei. Die installieren wir uns einmal. Und der gute Neuland hat hier zwei Ordner gemacht, nämlich einmal Advanced Installation und Easy Install. Wir benutzen hier einfach mal die Easy Install. Wie installieren wir jetzt die Sirene? Wir gehen in unseren Mods-Ordner, dann in den Ordner X64 Audio SFX und dann gehen wir auf den Ordner resident.apf und dort haben wir dann die Audiodatei vehicles.awc. Hier hat Neuland die Datei eingefügt und hier diese Datei vehicles.awc mit der deutschen Sirene kopieren wir jetzt einfach mit Drag and Drop rein. Und die wird ersetzt und somit haben wir jetzt auch deutsche Sirenen. So funktioniert das mit allen Autos, mit allen Sirenen. Falls ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten machen wir weiter mit dem nächsten Video.